willkommen zurück zum herbstlichsten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Der 1. September ist durch und ich habe offiziell den Herbst eingeleitet. Mir völlig egal, ob draußen noch 30 Grad sind. Nein, sind es nicht. Wir haben Regen und Nebel und 15 Grad. Und wir haben heute einen besonderen Special Guest, ihn hier. Yay! Breakdance Roundhouse Kick Kürbis Boyfriend, der noch intakt ist und gleich ganz grausam dahingerichtet wird. Und wir machen heute nämlich mal nichts aus dem asiatischen Raum, sondern wir machen mal wieder was Eigenes. Wir machen heute ganz wundervolle Pumpkin Spice, beziehungsweise eine Pumpkin Spice Rolle, Pumpkin Spice Röllchen, weil ich absoluter Fan von Pumpkin Spice bin in jeglicher Form, ob Kaffee oder Lebensmittel. Nam 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 nam, und da ist eine Fliege auf dem Mikrofon. Verschwinde hier, Fliege! Und wenn ihr Pumpkin Spice und Kürbis und Herbst mögt, dann kann ich euch nur empfehlen, dem Ganzen hier mal einen herzlichen Daumen nach oben zu geben, weil das ist die beste Jahreszeit des ganzen Jahres, oder? Ja. Beste Jahreszeit? Ich bin im Herbst geboren, ich werde nichts anderes sagen. Herbst ist die beste Jahreszeit, oder? Ich finde, wie man unschwer erkennen kann, dass der Herbst die beste Jahreszeit ist. Und wir müssen damit anfangen, dass wir unseren Special Guest auch schon verabschieden. Oh, so lange heißt du nicht. Oh, schade, dass du schon gehen musst. Und, oh, Entschuldigung. Dafür brauchen wir ein Brettchen. Und während mein Mann mir das reicht, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Pumpkin Spice mögt und Kürbis und alles, was so mit Herbst zu tun hat. Oder oder ob ihr eher ein Sommerkind seid. Ich bin ein absolutes Herbstkind. Oh, ich hätte ein Schnitzkürbis. Die gewinnste Schnitzerin buchen Sie wie jetzt. Ich bin die Eventschnitzerin. Sie können mich für Ihre Geburtstage, Feierlichkeiten oder auch anderes nettes Beisammensein buchen. Ich komme zu Ihnen und schnitze wundervolle Dinge. Ob in Pfirsiche oder Nektarinen oder in Kürbisse. Ich schnitze Ihnen, was das Herz begehrt. Gar kein Problem. Kommen Sie einfach auf www.geschnitzwitzerin-eventschnitzbuchmeisterin.de und buchen Sie mich jetzt. Warum geht das nicht? Was machst du da hinten? Warum bist wir legen meinen Schluck auf hier. Oh, Philipp hat einfach seit einer Dreiviertelstunde Schluck auf und hört damit nicht auf. Und er macht mich wahnsinnig. Ich kann nichts dafür. Die hebe ich auf. Da kann man noch leckere geröstete Kürbiskerne mitmachen. Wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, einen Schluck aufzuhaben, muss ich dich leider auch aushöhlen und backen. Und wir schneiden ihn jetzt in Stücke, weil wir machen Kürbispüree. Und dieses Kürbispüree wird in unsere Rolle mit in den Kuchenteig quasi eingebacken. Geil ist auch, wenn du das Ding nur hochwirfst und dann schneidest. Komm, sei mal wie Samurai. Mit dir sollte man nicht spaßen. Das ist eine Performance-Kunst gewesen. Blop, 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 blop. Feucht. So, das kann jetzt kochen. So, wie man es im Hintergrund vielleicht hört, der Kürbis kocht. Der Kürbis ist am Kochen und Philipp macht den Geschirrspüler zu. Wir machen jetzt mit dem Teig, Rollenteig weiter und ja. Dafür kippen wir jetzt erstmal alle trockenen Zutaten zusammen. Zimt, lecker. Pumpkin Spice Gewürz. So, das müsst ihr nicht teuer kaufen. Ich habe in meinem Backbuch eine Gewürzmischung drin. Ich schreibe euch das aber auch unten in die Infobox. Bis hierhin riecht es jetzt sehr nach Kartoffel-Kürbis-Püree in der Küche. Und doch nicht sehr nach. Es riecht sehr gut und es läuft auch sehr gut. Wir machen jetzt was ganz Kräsiges. Das habe ich noch nie gemacht, aber Philipp schon ein paar Mal. Und zwar arbeiten wir mit Cashewnüssen. Cash. Bing. Schlechter Witz. Wir machen nämlich eine, ja, keine richtige Cheesecake-Cream, aber man kann mit Cashewnüssen unheimlich viel Geiles in der veganen Küche machen. Also du kannst theoretisch Käse, Soßen daraus machen. Es gibt ja kannst, auch Cashew-Käse. Ja, es gibt Käse aus Cashew. Du kannst aber auch so Eis damit machen. Also Cashews sind unheimlich vielseitig und krumm und lecker. Die kommen jetzt in einen Topf. Und die kochen wir jetzt mit heißem Wasser 20 Minuten lang auf, weil wir die dann weiterverarbeiten können. So, das gute Zeug hier hat jetzt ungefähr 20 Minuten gekocht. Das pürieren wir jetzt. Das sind jetzt 150, 160 Gramm, die wir ungefähr von dem Püree brauchen. Ich habe jetzt natürlich den ganzen gemacht, weil wir haben zwei Minischweine, die lieben sowas. Und falls wir es nicht essen, essen es die Schweine. Und dann kommt Quark dazu. Flop, 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 flop. Also bis hierhin ist es Kupferfuchs-Kochchaos. Macht aber auch nichts. Also falls ihr mal Kochvideos sehen wollt, oh, da hat es geblitzt. Wir haben gerade, während wir hier drehen, fettes Gewitter. Und es kommt, glaube ich, immer näher. Da ist der Donner! Und wir erinnern uns, wir hatten ja gerade eben hier den Mehl-Gewürzmischungskram. Der kommt jetzt
hier mit dazu, dann wird das verquirlt und dann ist das schon der fertige Teig. Holy moly. Boah, das sieht einfach aus, als wenn ich mir ein riesiges Omelette machen würde. Ja, stimmt, mit so 30 Eiern. Ja, ja, vegan sind doch hier. Einmal am Tag 30 Eier essen ist doch immer noch vegan, ja, oder? Auf jeden Fall. So sollte das dann im besten Fall bei euch aussehen, so kleine Waden ziehen. Und gerade eben schon, aber... Oh mein Gott, yes. Ich werde es direkt ausschlubbeln, ey. Das sieht, aber Nadine, es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber rein von dem wieder, bist du dir wieder treu in letzter Zeit. Es ist schon wieder braun, aber das macht nichts. Das kommt jetzt in einen Backrahmen. Und ich habe den Backrahmen auf ungefähr 25 mal 35 ungefähr. Das sollte dann nicht zu dick werden. Und da kommt das jetzt rein. Ach, das sieht überhaupt nicht aus wie irgendwas anderes, sondern nur wie Kuchenrollenteig. Nur ein bisschen haushalten hier. 180 Grad Umluft. 15 bis 20 Minuten. So, der Kuchen ist im Ofen und wir widmen uns der Creme. Ich habe mal die Schüssel zweckentfremdet, weil ich habe die Cashews jetzt einmal abgeschüttet. Wir brauchen jetzt einen Blender. Ihr könnt auch einen kleinen nehmen, aber Jeremy Pascal zum Beispiel, ich tropfe trotzdem alles voll. Jeremy Pascal würde das heute, glaube ich, nicht schaffen, deswegen nehmen wir hier Blendbert. So, da kommt jetzt noch ein kleines bisschen Sojamilch oder Hafermilch in dem Fall hier mit rein. Und ein bisschen Zitronensaft oder Limettensaft, je nachdem, was euch besser schmeckt. Und leckeren Apfelessig. Keinen normalen Essig, nur Apfelessig. Um Gottes Willen, nehmt bloß keinen normalen Essig. Und dann gehen wir jetzt mal blenden. Okay, tschüss. Also es ist schon krass fest, die Masse. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das tue ich jetzt nochmal 10 Minuten in den Kühlschrank, damit das nochmal ein bisschen fester wird. Und falls das ein bisschen sehr käsig bei euch riechen sollte, das ist absolut normal. Ich weiß nicht, warum das mit Cashew-Nüssen passiert, aber irgendwie, wenn man die so eingeweicht püriert, riechen die dann wie Käse. Jo, wir wollen das ja gleich rollen und ich kenne das nur so, dass man eine Seite von so einer Rolle mit Puderzucker bestreuen kann, damit das später nicht so klebt. Das heißt... Übrigens, das riecht wie ein riesiger Lebkuchen. Ja, mega. Ich hau jetzt einmal komplett hier Puderzucker drauf auf die Seite, die oben ist. Los, los. Das Ding noch mal 5 Minuten in den Ofen. So, that is the Köke. Der riecht grandios und er sieht toll aus. Und wir müssen ja jetzt eigentlich einmal hier drauf flippen. Vielleicht machst du erstmal den Backrahmen. Genau, wir machen jetzt erstmal den Backrahmen weg und dann muss ich mal gucken, ob das alles so gut klappt. Aber... Lol. Ah! Der hätte vielleicht noch so 5 Minuten vertragen im Ofen und ich finde es tatsächlich ein bisschen dick. Also vielleicht macht er den Backrahmen ein bisschen größer als ich, aber ansonsten sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Boah, sieht das lecker aus, ne? Riecht einfach wie Gingerbread. So, wir machen damit jetzt gleich weiter. Wir müssen jetzt nämlich erstmal die Cashew-Creme noch fertig machen. So, zu der Cashew-Masse. Das ist nämlich Cashew. Machen wir jetzt noch ein bisschen Puderzucker und Vanilleextrakt, weil dann schmeckt es nicht so nach Käse. Ist halt wie mit Frischkäse. Oh, der war ein bisschen... Der ist ein bisschen körnig, verdammt nochmal. Okay, ich habe den Puderzucker jetzt einmal durch den Jeremy Pascal hier gejagt, weil da waren mir zu viele Klumpen drin. Und dann hätte ich gekotzt, wenn das die ganze Zeit da drin gewesen wäre. Das mische ich jetzt einmal unter. Und da müssen wir uns auch schon ganz schnell um die Rolle kümmern. So, der Kuchen ist jetzt noch warm. Wir legen jetzt ein Küchenhandtuch darüber und bereiten die Rolle vor. Ihr müsst jetzt vorsichtig, ich weiß nicht, ob es bei mir gelingt, die Rolle im Grunde schon rollen. Und ich befürchte, wir haben schon zu lange gebraucht für die Dings gerade, weil meine Ränder sind schon am knusprig werden. Ah. Und dann rollt ihr das einfach von der kurzen auf die lange Seite auf. Ja. Alles offen. Ja, das muss ich jetzt aber enttäuschen. Ja. Die geht jetzt nämlich so für 6 Stunden in den Kühlschrank. Und die Creme gib die, auch. Gib die mir dann mal kurz. Ich guck da nur drauf, okay? 6 Stunden in den Kühlschrank. Es ist der nächste Tag. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir unsere Rolle, jetzt wird nicht gespielt, Hunde. Ist ein bisschen kalt geworden. Bestreichen. Das ist die Creme. Die Creme ist immer noch ein bisschen flüssig. Ich habe gehofft, dass die fester wird. Wir gucken mal. Genau. Und dafür wickeln wir jetzt einmal unsere Rolle aus. Ich hoffe, sie hat gehalten. Ich auch. Sie ist tatsächlich ein bisschen sehr dick geworden. Ja. Ein bisschen gebrochen.
Ich hoffe, dass das einigermaßen trotzdem hält. Hallo? Ich hätte mir gewünscht, dass es fester wird. Also. Ja, irgendwie ist das... Aber wir gucken jetzt mal. Wir rollen jetzt nämlich einfach wieder ein. Und jetzt von der anderen Seite. Und das geht jetzt nochmal in den Kühlschrank. Du kannst ja auch eigentlich so am Stück lassen. Also du kannst mir einfach auf der Hand wie so ein Dürren esse ich den. Oh, klasse. Schön lecker Dürren. Mmh, boah. Sieht jetzt noch geiler aus, Nadine. Puderzucker, oh, was sieht ist das so da? Lecker aus, ey. Guck mal, wie geil das aussieht. Mega. Ja, die sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hätte sie noch ein bisschen enger wickeln können, glaube ich. Aber ansonsten, Töpfchen. Ihr könnt das, wenn ihr möchtet, noch ein bisschen fester machen. Dann macht ihr einfach mehr Puderzucker rein. Ich mag das so. Mir schmeckt das gut. Sieht so richtig cremig aus. Und so sehen die angeschnittenen Stücke aus. Mhm. Tada! Hier sieht man so ein bisschen den Swirl. Ich schneide aber mal noch ein schönes Stück ab. Tada! Es ist ein bisschen krumm. Aber ey, es ist fast eine Rolle. Und jetzt wollen wir probieren. Ich finde es schön, Nadine, dass du dir den kleinsten Teller genommen hast, den wir so haben. Mir egal. Ihr könnt, wie gesagt, die Creme noch ein bisschen fester machen. Ich mag das eigentlich so. Schmeckt das herbstlich? Das schmeckt super herbstlich. Oh mein Gott. Mmh. Oh mein Gott. Boah. Mehr. Ich muss mir jetzt leider den Wanf vollstopfen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt diese beiden Videos hier anschauen. Auch sehr herzlich und wunderschön. Und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag um 18 Uhr in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss.